Dat zou ook kunnen. Gar nicht mehr alle rein. Was hat denn das zu bedeuten? Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen auf allen ehemaligen und jetzigen Baustellen von Bilfinger Berger. Wie denn, wo denn, was denn? Auch auf der ICE-Strecke München-Nürnberg und auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen? Auf der A1 ganz besonders. Da darf nur noch im Konvoi gefahren werden. Ach. Mit Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Bestattungsunternehmer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man kann nie wissen, wie die Löcher da tief die sind, die sich da im neuen Belag auftun. Ja, das mit dem Belag ist eine ganz schlimme Sache, habe ich auch schon gehört. Aber wissen wir doch, in Dörle hätten doch immer Jorte ja, ne? Was wollen Sie mit der Schaufel hier anfangen? Ich denke, der Tunnel ist doch fertig. Ja, manchmal, also ganz selten. Da rutscht schon so mal was nach, so wie damals das Stadtarchiv. Ja, und deswegen die Schippe, nicht? Ja, wenn der Dom jetzt auch noch nachgibt, man will ja schließlich wieder rauskommen aus der U-Bahn. Ja, das hoffe ich doch nicht. Und sagen Sie mal, deswegen Ihre Taucherbrille, ist das Grundwasser denn immer noch da? Nicht direkt, aber die Station Heumarkt muss gelegentlich geflutet werden, um sie vor dem Einsturz zu bewahren. Und da ist so eine Taucherbrille schon ganz gut. Dagegen können Sie ja nun gar nichts anstellen, ne? Ja, oder wollen Sie hier im Notfall den Verkehr regeln? Ja, guter Witz. Überlegen Sie doch mal. Wer Stahlbügel klaut, der klaut auch U-Bahn-Schienen. Und wir sorgen dafür, dass in Köln jede U-Bahn-Schiene an ihrem Platz bleibt. Ach, und ich dachte, im sprichwörtlichen Kürzchenklüngel bleiben immer nur die Verantwortlichen an ihrem Platz. Du passt doch bloß auf, was du selbst da. Ja, nur mal ehrlich, also zwei Fahrgäste und der Rest ist Sicherheitspersonal. Garantiert sich das denn überhaupt? Zurück bleiben, bitte.